Dokument Nummer 087-römisch 1. Erkundung 1. D8432 ist ein 43-jähriger weißer Mann mit durchschnittlichem Körperbau und Aussehen und einem unauffälligen psychologischen Hintergrund. Die D-Klassifizierung ist das Ergebnis einer Degradierung aufgrund des unsachgemäßen Umgangs mit SCP. D8432s Ausrüstung beinhaltet eine 75 Watt Flutlichtlampe mit einer Batterieleistung von 24 Stunden, einen tragbaren Camcorder mit Streaming-Fähigkeit und ein Headset für die Kommunikation mit Dr. in der Missionszentrale. D8432 tritt durch die Türöffnung auf die Ausgangsplattform. Trotz der Wattleistung leuchtet die Flutlampe nur die ersten 9 Stufen aus. Die zweite Plattform ist nicht sichtbar. Es ist scheiße dunkel hier. Funktioniert Ihre Flutlampe richtig? D8432 leuchtet aus der Tür und in den Flur des akademischen Gebäudes. Das Licht reicht deutlich weiter. Ja, funktioniert, aber diese Treppe wird weiter unten einfach nicht heller. Danke, bitte fahren Sie fort. D8432 steigt 13 Stufen hinab, bevor er die zweite Plattform erreicht. Die Plattform hat die Form eines Halbkreises, wobei Boden und Wände scheinbar aus Beton sind. Es gibt keine eindeutigen Markierungen, lediglich unauffällige Staub- und Schmutzflecken oder Abnutzungsstellen, die mit dem übereinstimmen, was in einem typischen Treppenhaus aus Beton zu erwarten wäre. D8432 dreht sich um 180 Grad, um den Abstieg der zweiten Treppe zu beginnen, hält dann aber an. Gibt es einen Grund, warum Sie anhalten? Hören Sie das? Da unten ist ein verdammtes Kind. Zumindest hört sich das für mich so an. Keines der beschriebenen Geräusche wird zu diesem Zeitpunkt durch die Kamera oder das Mikrofon aufgenommen. Können Sie bitte das Geräusch beschreiben? Hört sich jung an. Entweder weiblich oder ein kleiner Junge. Es weint und schluchzt und spricht. Bitte, Hilfe, bitte. Ja, es wiederholt das immer wieder und weint. Können Sie seine Entfernung zu Ihrer jetzigen Position abschätzen? Oh, fuck, keine Ahnung. Vielleicht 200 Meter weiter unten? Bitte begeben Sie sich den nächsten Absatz hinunter. Das Objekt steigt 13 weitere Stufen hinunter. Als er den Treppenabsatz erreicht, werden die zuvor beschriebenen Geräusche eines Kindes aufgenommen. Das Kind schluchzt, jammert und weint abwechselnd mit den Worten Bitte, Hilfe und hier unten. Die Lautstärke entspricht der Beschreibung von D8432, wonach die Quelle etwa 200 Meter in der Tiefe liegen muss. Können Sie das Weinen immer noch hören? Ja. Wir können es jetzt ebenfalls hören. Gehen Sie bitte weiter und halten Sie an, sollten Sie irgendwelche Veränderungen in den Geräuschen oder an Ihrer Umgebung wahrnehmen. Das Objekt steigt noch 3 weitere Treppen hinab, bevor es anhält. Soll ich weitergehen? Bitte. D8432 geht 17 weitere Treppen, insgesamt 22, hinab, bevor er anhält. Es gibt keine optischen Veränderungen der Umgebung und jede Treppe bestand durchgehend aus 13 Stufen. Ich komme dem verdammten Kind kein Stückchen näher. Stereo-Audio-Aufnahmen bestätigen, dass die Geräusche nicht lauter geworden sind und sich weiterhin etwa 200 Meter unter dem Subjekt befinden. Zur Kenntnis genommen. Bitte fahren Sie fort. Das Objekt steigt 28 weitere Treppen hinab, bis es anhält. 50 Treppen insgesamt. D8432 steht auf dem 51. Absatz, wenn man den ersten ebenerdigen Absatz mitzählt. Es wird geschätzt, dass sich D8432 nun etwa 200 Meter unter der Ausgangsplattform befindet. 34 Minuten sind vergangen. Die Lautstärke des Weinens hat sich nicht erhöht. Ich fühle mich etwas unwohl. Sie halten sich jetzt schon eine ganze Weile in einem dunklen, unbekannten Treppenhaus auf. Das ist ganz normal. Bitte fahren Sie fort. Das Objekt zögert, bevor er auf die nächste Treppe tritt. Während sich das Objekt vorwärts bewegt, leuchtet die Flutlampe ein Gesicht an, das sich etwa am unteren Ende der Treppe befindet. SCP-087-1. Er scheint in Größe und Form einem menschlichen Kopf zu gleichen, allerdings fehlen ihm Mund, Nasenlöcher und Pupillen. Das Gesicht ist völlig regungslos, stellt allerdings direkten Augenkontakt her und zeigt dadurch, dass ihm D8432s Anwesenheit bewusst ist. Fuck! Was zur Hölle ist das? Scheiße, ach du heilige Scheiße! Was zur Hölle? Können Sie bitte beschreiben, was Sie sehen? Es ist irgendein verdammtes Gesichtsding und es schaut mich verdammt nochmal direkt an! Scheiße, 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 es schaut mich an! Bewegt es sich? Nein. Es starrt mich einfach nur an. Scheiße, 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 ist das unheimlich. Bitte nähern Sie sich der Entität und beleuchten Sie sie weiter. Scheiße, ich will verdammt nochmal nicht. Das Gesicht ruckelt ca. 50 cm vorwärts direkt in Richtung von D8432. Fuck, 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 fuck. Renegiert. D8432 gerät in Panik und steigt mit schnellen Schritten SCP-087 hinauf. D8432 erreicht das Erdgeschoss in 18 Minuten, kollabiert und wird ohnmächtig. Es gibt keine Spur von SCP-087-1. Die Durchsicht des Filmmaterials zeigt, dass die Anzahl an Treppen und Stufen identisch mit dem Abstieg sind. Die Rufe und Schreie sind bis zur letzten Treppe in unveränderter Lautstärke zu hören.
Medizinische Berichte ergaben, dass die Ohnmacht eine Folge der Ermüdung durch den raschen Treppenaufstieg war. Dokument Nummer 087-2. Erkundung 2. D9035 ist ein 28-jähriger afroamerikanischer Mann mit kräftigem Körperbau. Sein psychologischer Hintergrund zeigt abseits von seinem extremen Hass auf Frauen kein abnormales Verhalten. Das Subjekt hat eine umfangreiche Vergangenheit von Daten gelöscht. D9035s Ausrüstung beinhaltet eine 100 Watt Flutlichtlampe mit einer Batterieleistung von 24 Stunden, einen tragbaren Camcorder mit Streaming-Fähigkeit und ein Headset für die Kommunikation mit Doc in der Missionszentrale. D9035 erhält außerdem einen Rucksack mit 75 kleinen LED-Lampen mit selbstklebenden Rückseiten und einer Akkulaufzeit von ca. 3 Wochen. Die Lampen können durch Druckeinwirkung ein- und ausgeschaltet werden. D9035 leuchtet die Flutlampe die erste Treppe hinunter, trotz der zusätzlichen Wattleistung ist das Licht nicht in der Lage mehr als die 9. Stufe auszuleuchten. Sie wollen, dass ich da runtergehe, Doc? Richten Sie Ihre Lampe bitte aus SCP-087 hinaus, um zu bestätigen, dass sie ordnungsgemäß funktioniert. D9035 strahlt mit der Lampe in den Flur. Der Vergleich mit dem Filmmaterial aus Erkundung 1 bestätigt, dass es in der Tat heller ist. Danke. Fahren Sie bitte bis zum ersten Absatz fort. Hey Doc, ich weiß, was Sie gesagt haben und so, aber ich glaube nicht, dass ich da runtergehen möchte. Bitte begeben Sie sich zum nächsten Absatz. Doc, sehen Sie sich. Wie wir vorhin besprochen haben, muss ich Sie bitten, zum ersten Absatz zu gehen. D9035 hält 18 Sekunden lang inne, steigt dann die 13 Stufen bis zum ersten Absatz hinab und hält an. Ist das ein Kind? Bitte nehmen Sie eine der Klebelampen und befestigen Sie sie an der Wand am Absatz. Doc, hören Sie das? Ist da unten ein Kind? Das ist bisher unbestätigt. Bitte befestigen Sie eine Klebelampe an der Wand und bestätigen Sie, dass sie funktioniert. D9035 zögert, entfernt dann eine der Lampen aus seinem Rucksack und klebt sie an die Wand. Er drückt auf die Lampe und sie geht an. Bitte schalten Sie Ihre Lampe aus. D9035 zögert erneut, bevor er die Lampe ausschaltet. Das Licht der LED leuchtet zwar die Plattform aus, schafft es aber nicht mehr als die erste Stufe zu beleuchten. Dankeschön. Sie können Ihre Lampe wieder anmachen. Bitte fahren Sie fort und gehen weiter hinunter. Befestigen Sie eine LED-Lampe an der Wand jeder Plattform auf Ihrem Weg und schalten Sie sie an. Berichten Sie, falls Ihnen etwas Ungewöhnliches auffallen sollte. D9035 schaltet die Flutlampe wieder ein und steigt dann die nächste Treppe hinunter. Als er den Absatz erreicht, erklingt das Geräusch von Flehen und Weinen, welches mit den Aufzeichnungen aus Erkundung 1 übereinstimmt. Können Sie immer noch die zuvor berichteten Geräusche hören? Ja, es hört sich an, als wäre es etwa 150, 200 Meter weiter unten. Soll ich's holen? Doc, sehen Sie, ich bin nicht gut mit Kindern. Bitte befestigen Sie die Lampe und gehen Sie dann weiter nach unten, so lange, bis Sie etwas Ungewöhnliches bemerken. Das Objekt befestigt die Lampe an der Wand, schaltet sie ein und geht dann weiter zur nächsten Plattform. Er klebt die dritte Lampe an die Wand und schaltet sie ein. D9035 wiederholt diese Handgriffe auf den nächsten 25 Plattformen, bevor er anhält. Doc, ich glaube nicht, dass ich dem Kind näher komme. Auf welche Tiefe würden Sie die Geräuschquelle schätzen? Wie vorhin, so 150 bis 200 Meter. Danke, fahren Sie bitte fort. D9035 führt die Arbeit für die nächsten 24 Absätze fort. Auf dem 51. hält er an. Die Aufnahmen zeigen eine gekrümmte Kerbe in der Betonwand, die schätzungsweise etwa 50 cm lang und 10 cm breit ist. Die erste Stufe von der Plattform nach weiter unten scheint vollständig zerschlagen zu sein. Sehen Sie das? Ja, können Sie bitte beschreiben, was Sie sehen? Es sieht aus, als hätte etwas in die Wand geschnitten und die Stufe hier ist komplett zerbröckelt und so. Der Schnitt sieht sehr glatt aus. D9035 berührt die Kerbe. Ja. Es ist glatt. Fühlt sich an wie Glas. Danke. Bitte fahren Sie fort mit dem Abstieg. Hören Sie, Doc. Ich glaube, ich bin weit genug gegangen. Bitte machen Sie weiter wie vereinbart. Ich will das nicht machen. Vereinbarung hin oder her. Daten gelöscht. D9035 steigt über die zerstörte Stufe und geht die Treppe hinunter. Es gibt keine Besonderheiten auf der nächsten Plattform. D9035 klebt eine LED-Lampe an der Wand an und wiederholt dieses Vorgehen auf den nächsten 38 Absätzen. Das Rufen und Weinen ist nicht näher gekommen. D9035 befindet sich auf der 89. Plattform, 74 Minuten sind vergangen seit Beginn der Erkundung. Es wird geschätzt, dass sich das Objekt nun etwa 350 Meter unter der ersten Plattform befindet. Ich habe das Gefühl, dass der Junge mich runterlocken will, Doc. Ich denke, es ist Zeit für mich. D9035 hört auf zu sprechen und sich zu bewegen, als die Flutlampe SCP-087-1 anstrahlt.
Das Gesicht starrt D9035 an und zeigt damit erneut, dass SCP-087-1 sich der Anwesenheit des Subjektes bewusst ist. SCP-087-1 scheint sich zwar nicht zu bewegen, jedoch deutet sein Standort 38 Absätze unterhalb der ersten Begegnung bei Erkundung 1 darauf hin, dass es mobil ist. Gibt es einen Grund, warum Sie angehalten haben? D9035's Atmung wird schwerer. SCP-087-1 bewegt sich nicht für weitere 13 Sekunden. SCP-087-1 blinzelt. SCP-087-1 ruckelt nach vorne, bis es etwa 90 cm von D9035 entfernt ist. Das Objekt dreht sich um und flieht die Treppe hinauf. Bitte entspannen Sie sich und beruhigen Sie sich. Drehen Sie sich um. Wir müssen uns das Gesicht genauer ansehen. D9035 ignoriert Dr. und setzt seinen schnellen Aufstieg fort. Er schreit weiter, unverständlich. D9035, können Sie mich hören? Bitte machen Sie doch langsamer. D9035 reagiert nicht und steigt weiter schnell die Treppe hoch. Sein Geschrei wird leiser und ähnelt nun mehr Gebrabbel. Nach 72 Treppen kollabiert D9035 auf der 17. Plattform. D9035, können Sie mich hören? D9035 reagiert nicht, aber seine schwere Atmung ist über den Audiofeed zu hören. D9035 bewegt sich für die nächsten 14 Minuten nicht. Der Videofeed zeigt ein schwarzes Bild und der Ton nimmt nur die Atmung des Subjektes und das ständige Flehen von unten auf. Nach 14 Minuten und 32 Sekunden ohne Veränderung des Video- oder Audiofeeds ertönt ein schneller Herzschlag, der nicht mit einem menschlichen Herzschlag übereinstimmt und außerdem ein tiefes Knackgeräusch. 7 Sekunden später keucht D9035 und rappelt sich auf und setzt seinen Aufstieg der Treppe zügig und wortlos fort. Der Herzschlag und das Knacken hören auf und es wird nichts Auffälliges auf dem Video entdeckt. Das Subjekt reagiert nicht. D9035 verlässt SCP-087 und setzt sich auf den Boden außerhalb des Eingangs. D9035 verfällt in einen katatonischen Zustand, von dem er sich bisher nicht wieder erholt hat. Dokument Nummer 087-3, Erkundung 3. In D9884 ist eine 23-jährige Frau mit durchschnittlichem Körperbau und Aussehen. Der psychologische Hintergrund weist Erfahrungen mit Depressionen auf. Das Objekt neigt in Ausnahmefällen zur Anwendung von übermäßiger Gewalt gegen Daten gelöscht. D9884s Ausrüstung beinhaltet eine 75 Watt Flutlichtlampe mit einer Batterieleistung von 24 Stunden, einen tragbaren Camcorder mit Streamingfähigkeit und ein Headset für die Kommunikation mit Dr. in der Missionszentrale. D9884 hält außerdem einen Rucksack mit 3,75 Liter Wasser, 15 Energieriegeln und einer Thermodecke. D9884 steht auf der ebenerdigen Plattform von SCP-087. Die Flutlampe beleuchtet nur die ersten 9 Stufen. Die LED-Lampen, die bei der letzten Erkundung an der Wand angebracht wurden, sind nicht sichtbar. Bitte steigen Sie die ersten Treppen hinab und begutachten Sie die Wand am Absatz. D9884 steigt 13 Stufen hinunter und hält auf dem Absatz an. Es gibt keine Spur der LED-Lampen an der Stelle, an der sie bei Erkundung 2 angebracht wurde. Ja, hier ist nur eine schmutzige Betonwand. Da ist nichts drauf. Nein, warten Sie. Hier ist irgendwas klebrig. D9884 zeigt auf die Stelle, an der sich die LED-Lampe befinden sollte. Da unten weint ein Kind. Sie fleht um Hilfe und weint. Dankeschön. Bitte gehen Sie weiter die Stufen hinab, bis Ihnen etwas Ungewöhnliches auffällt. D9884 steigt herab. Beim Erreichen der nächsten Plattform werden die Geräusche des weinenden Kindes aufgenommen, die mit den beiden vorherigen Erkundungen übereinstimmen. An keiner der Wände befinden sich LED-Lampen. D9884 fährt ohne Zwischenfall bis zur 17. Plattform fort. Oh, hier ist irgendwas auf dem Boden und es riecht richtig übel. Es ist total klebrig und... Oh. Das klebt in meinem Schuh fest. Es ist widerlich. Der Videofeed bestätigt die Anwesenheit einer Substanz, die eine Fläche mit etwa 50 cm Durchmesser auf dem Boden einnimmt. Können Sie den Geruch beschreiben? Es riecht irgendwie wie altes, verrostetes Metall und Pisse. Dankeschön. Bitte machen Sie weiter, bis Ihnen etwas anderes auffällt. D9884 fährt ohne Zwischenfall bis zur 51. Plattform fort. Die 51. Plattform hat sich im Vergleich zu den vorhergehenden Erkundungen nicht verändert und es können vergleichbare Beobachtungen gemacht werden. D9884 wird erneut dazu aufgefordert, den Abstieg fortzusetzen, bis sie etwas Ungewöhnliches bemerkt. Das Objekt setzt ihren Abstieg bis zur 89. Plattform fort, das Video ruckelt und das Objekt schreit. Scheiße! Da ist ein Loch im Boden und ich wäre fast reingefallen. Der Videofeed bestätigt das Vorhandensein eines Loches mit einem Durchmesser von ca. 1 Meter.
Das Objekt leuchtet das Flutlicht herunter und es kann nur Schwärze wahrgenommen werden. Ungefähr 4 Sekunden vergehen und ein Licht in einer unbestimmten Entfernung zum Loch flackert für ca. 2 Sekunden auf und verschwindet dann wieder. Da unten war ein Licht. Jetzt ist es weg, aber es war da für eine Sekunde. Haben Sie das gesehen? Ja. Können Sie die Tiefe dieses Lochs abschätzen? Auf keinen Fall. Viel zu tief. Mindestens 1 Kilometer. Ich meine, wesentlich mehr als 1 Kilometer. Dankeschön. Können Sie immer noch die Geräusche des Kindes hören? Ja. Sie klingen immer noch, als wären Sie weit weg. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich Ihnen auch nur ein Stück näher komme. Irgendwie, als würde jeden Schritt, den ich nach unten gehe, Sie auch einen nach unten gehen. Bitte gehen Sie weiter hinunter, bis Sie etwas Ungewöhnlichem begegnen. D9884 steigt SCP-087 für etwa 1 Stunde weiter hinab und legt dabei 164 weitere Treppen zurück. Sie hält auf der 253. Plattform an und verbraucht einen Energieriegel und einige Schlucke Wasser. D9884 befindet sich nun geschätzte 1,1 Kilometer unterhalb der ersten Plattform, aber die Geräusche des Kindes haben sich in ihrer Lautstärke nicht verändert. Nach einer 4-minütigen Pause setzt D9884 ihren Abstieg fort und macht während der nächsten 216 Treppen keine Rast. 1,5 Stunden später befindet sich D9884 auf der 469. Plattform ca. 1,8 Kilometer unter der Erdoberfläche. Ich gehe nirgendwo hin. Ich glaube, es ist Zeit, dass ich zurückgehe. Ich meine, runtergehen ist eine Sache, aber das wird eine lange Kletterei zurück. Sie wurden mit Essen, Wasser und Decken versorgt, die für 24 Stunden reichen sollten. Bitte begeben Sie sich weiter nach oben. Das können Sie sowas von vergessen. Ich gehe zurück. D9884 dreht sich in Richtung des vorhergehenden Treppenlaufs. Ich werde... SCP-087-1, das Gesicht, befindet sich direkt hinter D9884 und blockiert den Aufstieg. Das Gesicht erscheint ca. 30 cm vom Objektiv der Kamera entfernt. Seine Augen sind direkt auf das Objektiv gerichtet, nicht auf das Subjekt, sondern auf die Person, die den Videofeed betrachtet. Der Videofeed ruckelt und friert für 4 Sekunden ein. Dies wird begleitet von einem statischen, kreischenden Geräusch. Der Feed läuft weiter und zeigt verwackelte Bilder von D9884, die dabei ist, die Treppe schnell hinabzusteigen. Es verfolgt mich! Die ganze Zeit war es genau hinter mir! Oh Gott, es ist direkt hinter mir! Es hat mich angestarrt! Doktor, bitte machen Sie was! Bitte helfen Sie mir! Oh mein Gott, bitte! Machen Sie es weg! Nein, bitte! Ich weiß, dass es mich verfolgt hat! Hilfe! Machen Sie das! Abhaut! Bitte nein! Es hat mich angestarrt! Es hat gewusst, dass ich da bin, die ganze Zeit beobachtet! Oh Gott, bitte hilf mir! Bitte helfen Sie mir! Nein, bitte hilf es! D9884 schreit und fleht weiterhin hysterisch, während sie die Treppen schnell hinabsteigt. Das zuvor gehörte statisch anmutende Geräusche scheint den Audiofeed zu überlagern. Unter dieser Geräuschkulisse kann noch immer das weinende Kind gehört werden. Ungefähr 14 Absätze weiter unten dreht sich die Kamera, um den Bereich direkt hinter D9884 zu zeigen. Das Gesicht ist jetzt etwa 20 cm vom Objektiv entfernt. Er starrt nicht auf das Objekt, sondern fixiert sich auf das Objektiv der Kamera und vermittelt damit die Illusion, dass es Augenkontakt mit dem Betrachter des Videomaterials herstellt. Man muss beachten, dass sich die Lautstärke des weinenden Mädchens erhöht hat, seitdem SCP-087-1 aufgetaucht ist. Und dies deutet darauf hin, dass D9884 sich der Quelle nähert. Nach etwa 150 Absätzen, die das Objekt panisch zurückgelegt hat, konnte die Verfolgung durch SCP-087-1 dreimal visuell bestätigt werden. D9884 stolpert und scheint in Ohnmacht zu fallen. Dem Audiofeed nach zu urteilen, befindet sich das Objekt in nächster Nähe zur Quelle des Weines. Währenddessen erklingen weiterhin die statisch kreischenden Audioüberlagerungen. Das Videomaterial zeigt eine weitere, nach unten gehende Treppe und deutet damit an, dass D9884 immer noch nicht den Fuß des Treppenhauses erreicht hat. Es vergehen 12 Sekunden ohne Bewegung, bevor das Gesicht im Blickfeld der Kamera erscheint und einen direkten Augenkontakt mit den Zuschauern herstellt. Audio- und Videofeed werden beendet. Keine weitere Verbindung wird aufgebaut. Dokument Nummer 087-4. Erkundung 4.